Einen wunderschönen guten Tag. Oh, wer kam denn gerade dazu? Hallo Anna. Hallo. Und bei uns auf dem Server, wir haben es jetzt endlich mal geschissen gekriegt. Hallo Horsti. Hallo liebe Leute, hallo. Und hallo Take16Bit, mein persönlicher kleiner Bruder Jonathan, hallo. Hallo, willkommen. Ach schön, ich freue mich gerade wie ein Kleinkind, das Quantenphysik verstanden hat. Sehr schön. Ach ja. Ja, damit bedanke ich mich auch. War eine wunderschöne Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Und meine Gags waren auch schon mal lustiger, nicht wahr? Und ich dachte gerade, ich würde nicht aufnehmen. Aber wisst ihr, was ich mal machen kann, liebe Freunde? Ich mache mal die Playlist im Hintergrund an. Und die Playlist spielt nicht. Was macht? Jetzt spielt die Playlist. Ah. Ach ja, Mensch. Hier ist leider nichts, was ich klauen kann. Ja, in der letzten Folge waren die Anna, der Horsti und ich, wir waren im Neta in der spektakulärsten Festung seit der Erfindung von Festungen in der Minecraft-Hölle. Ja. Und ich muss noch ein bisschen Zeug aussortieren. Was macht ihr denn gerade Schönes? Anna, was machst du gerade? Außer Nachos essen? Ich bereite mich jetzt vor, etwas Schönes zu... Und dann war Discord weg. Zu was? Ich bereite mich jetzt vor, etwas Schönes zu bauen. Oh, mal was ganz anderes. Das finde ich sehr gut. Ja, Jonathan, was machst du denn Schönes? Ich werde jetzt gleich auf Jagd nach Holz gehen, weil das ja so schwierig zu fangen ist. Okay. Nee, und ja, ich werde mein Haus weiterbauen. Oder meine Hobbit-Höhle eher gesagt. Ja, okay. Ist ja eher im Boden. Horsti, du baust noch deine private Festung, ne? Ah, genau. Ich tue noch auf Erden, auf Ebenen, sagen wir so. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich kämpfe mich nebenbei mit Creepern herum. Ach, das sind auch nur Menschen. Wollen wir noch kurz starten? Oh, Anna, war das eine Einladung? Ja. Dann laufe ich mal schnell zurück. Pyjama-Party. Bananas in Pyjamas. Copyright Strike. Denkt dran. Ach so, und übrigens, kein Gag ist mir zu schade. In dieser Folge werde ich etwas sagen müssen, was lange nicht mehr gesagt wurde, liebe Freunde, und zwar ficken. Danke. Nicht schon wieder, ey. Nein, keine Sorge. ja. Ach ja. Wo baust du denn, Anna? Hier bei dem Zuckerrohr. Sehr schön. Ich denke, ich werde diese Folge ganz spektakulär starten, indem ich vielleicht endlich mal so ein bisschen sowas wie ein Lagersystem baue. Ja. Das wäre was. Die Frage ist ja, willst du dir ein eigenes Lagersystem bauen, ja, oder wollen wir dann vielleicht alle zusammenlegen? Nein. Kein Gruppenlager? Nein. Gruppenkuscheln, ja. Gemeinschaftliches Lager, nein. Oh. Wenn ihr was braucht, dürft ihr gerne fragen. Aber nein, ich teile nicht. Sonst mache ich PvP an. PvP, Bruder. PvP ist doch an, oder nicht? Was soll ich dazu jetzt sagen? Verdammt. Ah, warum geht es nicht? Ich habe... Schade, das wäre jetzt ein guter Gag gewesen. Anna, ich wollte dich gerade kicken, aber die Servereinstellungen lassen es gerade nicht zu, hast du Glück gehabt. Sehr gut. Ach, Freunde, wir machen doch hier nur Spaß, ne? Also das wisst ihr ja auch, nicht wahr? Nein. Dieser blöde Dreckscreeper hat mir hier echt alles weggesprengt, ne? Das ist unfassbar. Ich habe gerade vorher 4 erledigt oder so. Oder 3 oder 4. Wahnsinn. Und das genau neben meiner Hütte. Ah. Jonathan, du bist doch
Du bist doch ein Experte in Minecraft. Geht so, aber ja. Für mich schon. Jonathan, ich muss dir leider sagen, es tut mir wirklich leid, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Welchen denn? Vielleicht könntest du irgendwann demnächst Pfeile bauen. Wenn ich genug Hühner finde, dann ist das kein Problem. Ja, wir haben vor dem Höllenrundgang haben wir tatsächlich schon hat die Anna ordentlich Federn gelassen, sozusagen. Und hat natürlich, also wir haben einen Hühnerstall. Mhm. Aber das ist beträchtlich, die Population ist beträchtlich geschrumpft. Sie ist exponentiell nach unten gegangen. Nee, proportional? Ja, ich weiß es nicht. Ich laufe hier einfach erstmal hier über die schöne Brücke. Hast du denn eigentlich mal geguckt, was die Anna in ihrem Bauwahnsinn hier mittlerweile alles schon wieder gebaut hat? Nein, ich war ja das letzte Mal dabei, als wir das erste Mal hier in der Hülle waren. Die riesige Brücke, die eine U-Bahn, eine S-Bahn wird, hast du noch nicht gesehen, ne? Die Steinbrücke da, wo die Pfeiler und so, doch, die war schon da. Also zwar noch nicht so fortgeschritten, aber sie war schon da. Hallo. Es ist wie, schaut euch das mal an, es ist der Wahnsinn, was die Anna wieder in der kurzen Zeit hier, in der wir eigentlich auf dem Server sind, gebaut hat. Das ist Heftext. ESL bauen. Ist so. Ist auch noch gar nicht fertig, aber ich kann mich nicht dazu aufraffen, die weiter zu... Ja, manchmal hat man das so, da muss man einfach mal was anderes machen, ne? Deswegen überlege ich gerade, einfach unten meine Mine weiter zu bauen. Hallo. Ja. Ich finde, Jonathan, dein Hauskonzept finde ich sehr interessant. Ich war mit dem Horst den Tag mal unten. Ich habe gerade nur nicht gecheckt, dass man hier auf das Pferd drauf kann. Wie steige ich? Nein, das ist anders Pferd. Und ja, guck dir an, wie es heißt. Wildes Pferd. Warte. Fernando, aua. Au. Deswegen mag ich Anna so. Du wolltest gerade noch irgendwas erzählen? Nein, ich war fertig. Nein, du hattest irgendwas wegen meinem Haus gesagt oder was? Ja, nee, ich war schon fertig. Ich habe gesagt, ich finde das Konzept sehr interessant. Ach so. Dieses mit unten reingebaut und so. Ja, ich habe das noch nie so probiert. Und du? Das erste Mal. Ich meine, Minecraft gibt es seit 2009, du spielst seit 2010, ne? Also geguckt habe ich seit 2009, seitdem das halt quasi da ist. Ich nehme an, bei Gronkh. Gronkh, aber ich habe auch zugeschaut halt damals bei meinem Cousin. Ah, okay. Oder bei unserem Cousin, eher gesagt. Und selber gespielt. Dann hallo Nico! Entschuldigung. Ja, mit dem nehme ich mich ja nachher auch noch auf. Oh. Nee, und ja, seit 2010 spiele ich das Spiel. Wahnsinn. Also habe eigentlich alles so mitgemacht, was so, also was halt wichtig war, also, sage ich mal. Ich muss sagen, ich spiele Minecraft erst seit 2016. Tatsächlich. Ich habe 6 Jahre nach dir angefangen. Obwohl ich 500 Jahre älter bin als du. Ach so. Aber dafür sehe ich besser aus. Danke, dass die einzige Dame, also wir wollen jetzt hier keine Klischees, aber dass die einzige Dame hier im Bunde gleich sofort lacht. Das ist sehr nett. Horst, die sind gemein zu mir. Soll ich kommen? Nein, alles gut. Ich, Jonathan, rede bitte weiter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, ist okay. Ich bin nur manchmal zu blöd. Das weiß ich, danke. So. nee, ich wollte nur noch abschließend sagen, es gab halt auch mal eine Zeit. Also, normalerweise spiele ich das Spiel halt so, wie es gewollt ist, ne? Halt alleine und in der Welt. Aber es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich viel auf Servern unterwegs war und dann auch viel so PvP-Nähe sich gemacht habe. Und ja. Ja, okay. Aber die Zeiten, also ich war mal früher relativ gut im Bogenschießen, aber ja, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Das kriege ich nicht mehr so hin wie mit 14 Jahren. Das war doch erst vorletztes Jahr. Assi, Alter, das ist schon fast 6 Jahre her. Oh, Entschuldigung. Der feine Herr. Nee. Hier. Morgen gibt's auch Fressbrett. Ach so, ihr lieben Zuschauer auf diesem Kanal, falls ihr euch wundert, warum vielleicht das ein oder andere Mal
eine Phrase oder Floskel oder ein Spruch kommt, den auch der gute Gregor Onk verwendet. Das liegt daran, dass ich mich sehr viel mit dieser Person beschäftigt habe und beschäftige und tatsächlich relativ viele solche Sachen in meinen Wortschatz übergegangen sind. Also, oh, moin, Fernando. Ja, seht es mir nach. Oh, cool, ein Stick, danke. Fabian? Ja. Hast du noch den Glowstone vom letzten Mal für mich? Hätte ich dir ja versprochen, ja. Ja. Dann würde ich mir den gleich mal abholen kommen. Ja, ich gehe auch gerade wieder, ich laufe gerade meine epischen Treppen hoch. Gut, dann laufe ich mal schnell zu dir oder wird es schon wieder dunkel? Nee. Nein, nein, ist gut. Gut, dann laufe ich mal schnell zu dir. Mhm. Weil ich dann jetzt das quasi meinen Minengang weiterbauen kann. Also mal gucken, wo ich den ganzen Blödsinn habe. Ich noch ein bisschen laufen, Dust. Laufen, laufen. Another one bites the dust. Copyright, ne? Was willst du nur? Hallo, ich weiß nicht, wo ich das Kram... Oh, Glasscheibenweg. Was ist denn hier? Ja, hier war Creeper-Action. Ja, letztens war ein bisschen Creeper-Action. War leider abseits der Aufnahme. Wie das halt immer so ist. Ich suche gerade... Achso, da, warte. Ich habe... Wo bist du denn? Da, hallo. Hallo, guten Tag. Guck mal, hier kriegst du noch ein bisschen Dust. Und mehr habe ich nicht. Das reicht auch schon. Ach, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du baust. Ich will es noch nicht sagen. Aber ich kenne dich ja sehr gut. Seit wann gibt es Magma-Blöcke? Die sind geil aus, ne? Die sind mir neu. Also, willst du mal was mitnehmen? Mal so ein Stack. Wenn, ja, mal vielleicht kann ich es ja verbauen. Ja, warte. Wo bist du? Gerne, wenn du es mir anbietest. Also wenn ihr, Anna Hosti, wenn ihr Magma-Blöcke braucht, ne, ich habe noch 2,5 Stacks. Ich habe ein paar, habe ich auch noch. Ich glaube, ich habe eine Stacks. Aber die zünden nicht mein Holz. Ach so, doch. Da musst du okay, aufpassen. Gut, dann bin ich damit vor. Jonathan, du kannst dir ein Glas fassen zum Beispiel. Jonathan, okay. Bist du schon weit weg? Guck mal hier nach unten. Nein, gucke ich nicht. Ich bin da, wo deine Tränen auf jeden Fall, egal. Was ich dir anbieten kann, ist, ich hätte noch Redstone-Blöcke für dich. Oh ja, okay. Hallo. Warte. Ich bin wieder da. Bei Redstone-Blöcken sage ich nicht nein. Das ist. Warte. Nummer 1, Nummer 2. Alter, okay, das reicht erstmal. Dankeschön. Ja. Vor allen Dingen, ich habe noch fast 2. Alter. Ja, das ist. Ach, Freunde, es wird ja schon wieder dunkel. Mhm. Mein Lieber. Na. Ich kann noch nicht schlafen. Warum nicht? Du musst doch das Sandmännchen gucken. Was soll das? So. Ah, ich liege, Freunde. Bin auch auf dem Weg. Ich liege auch. Achso, ich bin gerade unterwegs. Hier, das ist das Motto heute. RIP. Hoffentlich nicht. Doch, doch. Und du weißt es am besten. RIP, Annas Waschmaschine. Oh, ja. Anna wird jetzt von nun an nur noch mit dreckiger Kleidung am Leib rumlaufen müssen. Macht jetzt nicht so viel Unterschied zu vorher. Ja, aber wir machen jetzt auch so ein PayPal-Moneypool auf. Wer Anna was spenden möchte, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Nein, das ist ärgerlich. Ich glaube, also vermutlich ist der Keilriemen gerissen, ne? Ja, das hört sich auf, weil die Trommel dreht sich nicht mehr. Ja, okay. Wenn einer von euch Zusehern hier so ein richtig sexy Klempner ist und mal nicht nur ein Rohr... Ich wollte gerade was sagen mit Rohr verlegen, aber das... wenn einer von euch ein Waschmaschinentechniker ist, vielleicht habt ihr ja einen Tipp und schreibt ihn in die Kommentare. Das liest man auch nicht so oft in YouTube-Kommentaren. Aber es ist schon ärgerlich, Anna. Das muss man sagen. Ja... Aber Fabian. Aber Jonathan. Was ist mit dem Cartman-Riemen? Ach, Jonathan. Kannst du dich nicht einfach ab und zu muten? Danke.
diese süße Lache, das ist aber auch ein süßer Fratz, der Jonathan. Das ist. Ladies, er ist leider vergeben, Ladies. Tut mir leid. Es tut mir leid. Und damit meine ich nicht an mich, sondern er hat eine wunderbare, wunderschöne Freundin, die ich an dieser Stelle ganz lieb grüße. Hallo, Lea. Names erstmal gedroppt. Ja. Ja, mein Gott, es gibt. Das war ja nur ein Witz. Alleine in unserer Familie gibt es jemanden, der so heißt. Wer denn? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, wer das ist, kommt es komisch, weil ich habe vorher über was anderes gesprochen. Wenn ich jetzt sage, es handelt sich hier um unsere Schwester. Hallo, hallo Lea, Schwester Lea, hallo. Und nein, Jonathan ist nicht mit unserer Schwester zusammen. Ey. Ja, was denn? Ich bin nicht so der Alabama-Typ. Die Inzestbauern vom Rammlerhof. Das ist. Gibt's wirklich den Film? Den habe ich mal gesehen. Also, nein, den habe ich nicht gesehen. Den hast du mal gedreht. Nein, ich habe den Titel mal gesehen. Ja. Jetzt wissen wir, was du guckst. Oh, Scheiße. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ja, hallo. Nein. Mein Name ist Dr. Crappy. Ich bin inzestuös. Anscheinend. Ja. Ich kann das bestätigen. Ich weiß auch schon. Ich muss mal ganz kurz was ins Discord schreiben. Ich habe schon Folgentitel. Da tapp ich sogar mal raus. Moment.